Landeshauptmann Josef Püringer und Bildungs- und Forschungslandesrätin Doris Hummer präsentierten am 7. September 2015 die Wachstumsstrategien für Oberösterreich in den Bereichen Bildung und Forschung. Püringer betont vor allem die Bedeutung der Schulen. Wir müssen als Spitzenregion die besten Schulen haben, die es gibt. Dann werden wir auch Spitzenregion sein. Das heißt, investieren in alle Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität. Das ist der entscheidende Punkt. Im Detail bedeutet das, wir investieren in 39 zusätzliche Bauvorhaben im Pflichtschulbereich. Wir investieren in unsere Berufsschulen, hier zusätzliche 11 Millionen Euro und auch in die Technische Fachschule in Haslach. Dadurch können wir in Summe mit anderen inhaltlichen Projekten, wie zum Beispiel der Technischen Mittelschule oder Talentförderungsschule, stellen wir 45 Millionen Euro zur Verfügung, um diesen Impuls zu geben. Zudem setzt man auf moderne Ausbildungsmöglichkeiten wie dem dualen Trainee-Programm, also einem Lehrmodell nach der Matura mit verkürzter Lehrzeit oder einer trialen Ausbildung, in der Lehrlinge in den Basiskompetenzen sowie in der Vermittlung von Social Skills und fachspezifischen Kenntnissen gefördert werden. Im Endeffekt geht es darum, dass wir die Durchlässigkeit sicherstellen und dass wir sicherstellen, dass jedes Talent abgeholt wird, sprich erkannt wird und gefördert wird. Und dazu möchten wir auch kreative Modelle einsetzen, damit die jungen Leute in ihrer Entscheidungsfindung, und das ist das, was eigentlich die Jugend heute am meisten beschäftigt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil die Vielfalt ist da, da möchten wir sie noch stärker begleiten. Im Forschungsbereich werden ebenfalls vielfältige Maßnahmen gesetzt, um das angestrebte Ziel, eine 4%ige Forschungsquote bis 2020 zu erreichen. Derzeit liegt sie bei 3,14%.